Fear sick, liebe Schwestern und Brüder. Die Zahl 40 weist in der Bibel auf etwas Fundamentales und Grundlegendes hin. Es ist also eine Zahl mit enormer Symbolkraft. 40 Tage und Nächte dauerte die Sintflut. 40 Jahre lang wanderte das Volk Gottes durch die Wüste ins gelobte Land. 40 Tage lang war Mose auf dem Berg Sinai, um die 10 Gebote zu erhalten. 40 Tage lang wanderte der Prophet Elia zum Berg Horeb, um dort Gott im leisen Säuseln zu entdecken. Und Jesus Christus ist, wie wir gehört haben, 40 Tage in der Wüste, um sich auf seine Sendung in der Welt vorzubereiten. Wenn die Bibel die Zahl 40 verwendet, dann geht es um Besinnung, Buße, Wende und Neubeginn. Etwas Grundlegendes soll sich im Leben verändern. Das geht nicht von heute auf morgen. Eine solche Veränderung dauert. Und das wird eben mit der Zahl 40 zum Ausdruck gebracht. Und Jesus Christus ist genau in dieser Situation einer grundlegenden Veränderung. Deshalb wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, deshalb bleibt er dort 40 Tage. Und in diesen 40 Tagen geht es in ihm hin und her, drunter und drüber. Der Satan versucht ihn, will ihn aus dem Konzept bringen. Die Engel, die Boten Gottes, stehen ihm aber zur Seite und helfen ihm. Am Ende dieser 40 Tage gewinnt Jesus in diesem Kampf Klarheit über seine Aufgabe und Sendung, also über das, was er von nun an zu tun hat. Er muss den Menschen die frohe Botschaft verkünden. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Liebe Mitchristen, die Fastenzeit, in der wir uns seit Mittwoch befinden, dauert auch 40 Tage. Das heißt, aus biblischer Sicht bieten uns und mir diese 40 Tage jedes Jahr die Möglichkeit, an meinem Leben etwas Grundlegendes zu verändern. Es geht um das Nachdenken darüber, was ich tun kann oder soll, um mich oder mein Leben wieder neu auf Gott auszurichten. Es geht darum, loszulassen, was meinen Weg zu Gott verstellt, um neu zu beginnen, was mir dabei hilft, Gott näher zu kommen. Die heilige Franz von Sales nennt diese 40-tägige Fastenzeit die Erntezeit des Lebens. Das ist also etwas Positives. Erntezeiten erfordern allerdings auch Kraft und Anstrengung. Eine Ernte fällt mir nicht einfach so in den Schoß. Ich muss anpacken, hinaus aufs Feld und die Früchte sammeln, die reif geworden sind. Deshalb ermutigt uns der heilige Franz von Sales, indem er sagt,
Tun sie alles, ich bitte sie, um reich zu werden an diesen kostbaren Schätzen. Halten wir diese Fastenzeit so, als ob sie unsere letzte wäre, und dann werden wir sie gut halten. Dazu helfe uns der allmächtige Gott. Amen.